Ohren auf. Ein Film beginnt. Jeder Mensch kennt diese Melodie. Unausweichlich ist das Unheil. Die Musik bestimmt das Geschehen dieses Films. Das Lied vom Tod. Nur drei Töne bis zur Ewigkeit. Habt ihr ein Pferd für mich? Wenn ich mich hier so umsehe, dann sind nur drei da. Was sollten wir denn tatsächlich eins vergessen haben? Ihr habt zwei zu viel. Zwischen den Ohren findet das Denken statt. Und was man mit den Ohren hört, ist Musik von Ennio Morricone. Alles, was man hört, landet im Kopf. Und hier spielt die Musik. Ein Palazzo in Rom. Besuch bei einem Weltstar, dessen Gesicht keiner kennt. Seine Werke sind legendär. Il Maestro Ennio Morricone. Beh, certamente bisogna sapere e essere certi che la musica. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Musik etwas ist, das als Kunst hinzugefügt wird, also komplementär zum Hauptwerk. Und das ist der Film. Also muss man demütig sein, sich den Gesetzen des Films unterordnen. Demut meine ich damit. Aber nicht, dass der Komponist aufhören soll, er selbst zu sein. Das wird er nie tun können. In jedem Fall wird er immer bleiben, wer er ist mit seinem Musikstil. Der hat Wert und bleibt. Auch bei völlig unterschiedlichen Musikrichtungen. Den Komponisten wird man immer erkennen. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. Februar 2007, die Nacht der Oscars. Clint Eastwood überreicht dem Komponisten einen Oscar für sein Lebenswerk. Der Italiener Ennio Morricone hat niemals Englisch gelernt, wieso auch. Wenn jemand solche Musik schreibt, lernt selbst Hollywood einer fremden Sprache zuzuhören. Seine Musik gehört zu den Legenden des Kinos. Den Oscar hätte Morricone schon längst bekommen müssen. Zum Beispiel für diesen Film. Der Titel ist Programm, The Mission, das ist Morricones Musik. Ein Missionar auf dem Weg in den Urwald des Amazonas. Die Natur ist größer als alle Menschen. Er will Indianern den christlichen Glauben bringen. Er weiß, es gibt nur eine Sprache, welche die Natur und alle Menschen eint. Diese Sprache heißt Musik. Der Missionar spielt Oboe. Die Oboe ist ein Instrument, das direkt das Herz anspricht. Morricone sucht eine völkerverbindende Melodie.
Der Film The Mission zeigt das Scheitern der Zivilisation. Doch scheitert damit auch Morricones Idee. Die Welt mag in Brüche gehen, doch Ennio Morricones Musik läuft weiter, selbst wenn der Film längst vorbei ist. Für mich ist eine bestimmte Ausdrucksweise entscheidend. Der Charakter von Klängen. Die setze ich aber nicht sinnlos ein, um Effekte zu erzielen. Das alles muss in einem musikalischen Zusammenhang stehen. Die Suche nach Klängen, die Verschmelzung von musikalischen Sprachen, auch von solchen aus unterschiedlichen Quellen, ist nicht willkürlich. Ennio Morricones Klangwelten entstehen am Schreibtisch. Seit einem halben Jahrhundert schreibt er Musik. Jede Zeit hat ihren eigenen Klang. Am Anfang war es der Italiens nach dem Krieg. Er wurde geboren im Stadtteil Trastevere in Rom. Wer von hier kommt, muss alles geben, um dem Klischee von Bella Italia zu entfliehen. Sein Vater war Trompeter. Ennio Morricone begann in Papas Band. Nachts spielte er in Bars, doch am Tag studierte er am Konservatorium. Ennio Morricone ist ein Trompeter mit Diplom und bis heute ein Pendler zwischen E- und U-Musik. In der Mitte des letzten Jahrhunderts suchte die Welt nach einer neuen Musiksprache. Ennio Morricone suchte mit und fand sie an Orten wie diesen. Das Schloss sieht italienisch aus, doch es steht ausgerechnet bei Darmstadt. Das Stammschloss der Mountbattens, ein Ort, der Musikgeschichte schrieb. Es war 1958. Bei den Darmstädter Ferienkursen der neuen Musik treffen sich die Musik-Avantgardisten der Welt. Der Musikstudent Morricone begegnet Komponisten, die ihn fürs Leben prägen sollen. Sie heißen Luigi Nono, Pierre Boulez, Bruno Maderna oder Karl-Heinz Stockhausen. Hörgewohnheiten ändern, anders sein als alles, was man kennt. Neue Regeln ergeben neue Klänge. Und wer richtig zuhört, für den entsteht eine neue Welt. Gegen überkommene Regeln verstoßen, neue Klänge entdecken. Töne, die aufregen und überraschen. Von den Avantgardisten hat Morricone die Lust am musikalischen Experiment gelernt. Nur der Elfenbeinturm liegt ihm fern. Orte wie Darmstadt liegen längst hinter ihm. Die Musik seiner Filme greift ins Leben. Es geht darum, gesellschaftlich relevant zu sein. Selbst wenn er bei Rotlicht durchfährt, grüßt ihn die Polizei. Wir sind die Verfechter und Hüter des Gesetzes, das wir nicht verändert haben wollen. Er spricht im Namen des Gesetzes. Er ist ein über jeden Verdacht erhabener Bürger. Und dieser über jeden Verdacht erhabene Bürger begeht einen Mord. Du mich diesmal umbringen? Ich schneide dir die Kehle durch. Io sono nato per scrivere musica assoluta. Poi le ragioni che mi hanno portato al cinema intanto sono state le richieste. Ich bin geboren, um Konzertmusik zu machen, aber dann kam ich zum Film.
zur Filmmusik. Mir hat es Spaß gemacht, Musik fürs Kino zu schreiben. Meine erste Orchestermusik habe ich für das Festival in Venedig geschrieben. Damals habe ich 60.000 Lire pro Musikstück bekommen und davon nur 57-58%. Also 60.000 Lire. Dafür hatte ich aber 9 Monate gearbeitet. Das war sehr wenig Geld. Also überlegte ich, wie ich mehr Geld verdienen könnte. Ich habe dann die Kammer- und Orchestermusik ein bisschen vernachlässigt und habe Arrangements gemacht, Lieder geschrieben, Stücke fürs Radio, fürs Fernsehen. Nach und nach hat man mich dann fürs Kino haben wollen und ich habe das akzeptiert. Das war also eine Notwendigkeit. Wenn Bilder und Musik zusammenkommen, dann wird plötzlich Film daraus. Doch was passiert, wenn die Musik von Ennio Morricone ist? Sind die Bilder dann nicht auf einmal anders? Das Kino noch viel größer, glänzender. Ab Anfang der 60er Jahre arbeitete Ennio Morricone fürs Kino. Cinecittà in Rom war das größte Filmstudio Europas. Und das Kino ist der größte Konzertsaal der Welt. Kaum einer hat mehr Filmmusik geschrieben als Ennio Morricone. Sind es 400 oder schon 500 Soundtracks? Jedes Jahr kommen ein paar neue dazu. Was treibt ihn an? Ob es die Neugier ist? Filme sollen uns bewegen, uns emotional berühren. Im Kino schlägt die Fantasie über alle Stränge. Dabei braucht es nicht nur filmische Meisterwerke. Sehr häufig findet man Musik von Morricone gerade in solchen Filmen, in denen man sie nicht vermutet. Malastrana, ein fast unbekannter Psychothriller aus den 70er Jahren. Ein Mann in der Krise, aber der eigentliche Terror, das ist die Streichermusik. Hier sind es Geigen, doch Morricone wählt seine Klänge nach Bedarf. Er weiß, die Wahl der Instrumente entscheidet über das, was der Zuschauer einmal fühlen soll. Der Klang ist alles und benutzt werden alle Klangkörper, die Emotionen auslösen. Es kann sogar ein Amboss sein. Ennio Morricones Botschaft ist der Klang. Se uno non studia composizione, non può fare il cinema, secondo me. Perché il cinema, nel cinema. Wenn jemand nicht Komposition studiert hat, kann er meiner Meinung nach nicht Filmkomponist werden. Denn das Kino fordert alles, auch die seltsamsten Kompromisse. Abgesehen davon muss er die Technik gut beherrschen. Er muss flexibel sein, um gut zu sein. Was mache ich zum Beispiel, wenn für einen Film Rockmusik gebraucht wird oder Pop oder eine Symphonie, ein Quartett oder etwas ganz anderes? Oppure qualcos'altro. Im Tonstudio. Ennio Morricone beim Einspielen einer Filmmusik. Musik.
l'ultima volta fate soltanto una cromata. Bei seiner Arbeit ist Morricone pedantisch genau. Der Maestro ist streng. Das Einspielen von Musik für einen Film dauert manchmal Wochen. Wie ein Film selbst entsteht auch die Musik zuerst in der Fantasie ihres Schöpfers. Aber es ist harte Arbeit, seine Vorstellungen Klang werden zu lassen. Precisi qua in questa e questo trombone affiora meglio dentro la massa che ancora sta. Finalissimo i fiati mi sembravano che prevalessero troppo. Allora ai giovani direi andate a studiare musica. Einem jungen Komponisten würde ich sagen, studiere Musik. Aber dieser Rat macht mich auch ein bisschen zornig. Warum? Weil ich weiß, dass jemand, der 10 Jahre Musik studiert hat, so wie es das Konservatorium verlangt, danach wieder bei Null beginnt. Es ist nämlich nicht gesagt, dass er Arbeit findet. Es kann sein, dass er Quartette komponiert, die ungehört und unbekannt jahrelang auf seinem Tonband bleiben. Das ist leider das Schicksal vieler Filmkomponisten von heute. Sergio Leones, es war einmal in Amerika. Ein Gangster, der an seine Kindheit denkt. Ennio Morricones Musik scheint so sentimental zu sein und zu sagen, die Erinnerungen sind so süß. Doch Robert De Niros Lächeln ist gefährlich. Dieser Mann hat keine süßen Erinnerungen. Es war einmal in Amerika. Kinder spielen Gangster in Bildern von mythischer Wucht. Morricone setzt als Stilmittel ein Instrument des antiken Dramas ein. Die Panflöte gibt ein Warnsignal. Die Musik überhöht die Bilder noch einmal. Aus dem Spiel wird Tragödie, böse Erinnerungen. Die Musik erhöht das Drama. Sie ist nicht sentimental. Es war einmal in Italien. An diese Schulklasse in Rom hat man schöne Erinnerungen. Hier saßen ein paar Freunde, die später 2 glorreiche Halunken werden sollten. Der eine wurde Regisseur und hieß Sergio Leone. Sein Freund Ennio Morricone wurde sein Komponist. Anfang der 60er Jahre wurde in den Vorstädten Roms Wilder Westen gespielt. Man drehte Italo-Western. Die Filmemacher hatten weder Zeit noch Geld, aber dafür jede Menge Fantasie. Die Kritiker nahmen sie nicht ernst. Sie nannten sie Spaghetti-Western. Dann kam Sergio Leone mit Für eine Handvoll Dollar. Und Ennio Morricones Musik schien auf die Kritiker zu pfeifen. This short cigar belongs to the man with no name. This long gun belongs to the man with no name. This poncho belongs to the man with no name. Seine ersten Filmmusiken schrieb Ennio Morricone unter Pseudonym. Er nannte sich Dan Savio. Er hatte Angst, die Amerikaner fänden seinen Namen albern. Sehr unklug von euch, so albern zu lachen. Mein Maulesel mag nämlich keine Leute, die lachen. Er denkt dann sofort, sie lachen über ihn und das macht ihn böse. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr euch höflich bei ihm entschuldigt, werde ich nicht so sein und es gnädig mit euch machen. Ab da war ziemlich klar, dass man nie mehr über diesen Mann lachen würde. Thank you.
this man with no name is played by Clint Eastwood. He's going to trigger a whole new style in adventure. Harte Männer gibt es nur im Kino. Ennio Morricone macht zwar Musik für Actionfilme, aber sonst ist sein Leben nie sehr aufregend gewesen. Der Regisseur Sergio Leone war einer seiner besten Freunde. Die Beziehung zu ihm, so Morricone, sei wie eine katholische Ehe gewesen. Man hielt zusammen, was immer auch geschehen sollte. Statt im Kino trafen sie sich beim Fußball. Sie hatten Dauerkarten, der eine bei Lazio, der andere beim AS Rom. Der Regisseur drehte vor allem Western. Morricone dagegen wollte irgendwann nichts mehr mit Western zu tun haben. Er sagte, Cowboy-Spiele sind für Kinder. Und von denen hat er nun mal fünf. Andrea, la mia nipotina Laura, che non mi ama. Mia figlia Alessandra, che mi ama. Marco, il più grande. Questa è colpa sua, signore. Das ist seine Schuld, wenn er als Spezialist für Westernfilme eingegliedert ist. Denn er ist berühmt geworden, nicht nur durch meine Western, sondern auch in Deutschland durch Imitationen meiner Filme. Und da haben wir nun schon wieder das Wort, von dem ich vorhin warnend sprach, nämlich der Konsum, das sich verzehren. Man muss sparsam mit sich umgehen, muss sich rar machen. Wenn man mehr Filme anderer Natur macht, anderer Art, so kann einen niemand, und das steht außer jeder Diskussion, anschuldigen, nur Westernfilme zu machen. Aber Ennio ist meiner Ansicht nach ein Vollständiger, ein Vollblutmusiker. So viel ist klar, dass meine Filme wahrhaftig Westernfilme sind. Aber die Musik meiner Filme ist durchaus nicht Western im hergebrachten Sinne. Ennio Morricone schrieb keine Musik für Western. Er machte Opern daraus. Na komm, spiel mir das Lied vom Tod. Seiner Musik trieb er alle Wildwestromantik aus. Und seinem Gitarristen befahl er dies: Schlag die Saiten härter an. Ein Instrument fürs Lagerfeuer? Der Mundharmonika gab er einen neuen Sinn. Spiel mir das Lied. Nur welches? Der Musiker Morricone hat so viele Saiten. In Italien gilt er längst als Klassiker der Avantgarde. Neben Filmmusiken schreibt er Kammermusik und symphonische Dichtungen. Und dann gibt es noch den experimentellen Musiker. In den 60er Jahren gehörte er zur Gruppe Nuova Consonanza. Der ausgebildete Trompeter Morricone übt sich hier in freier Improvisation. Musik machen ist alles erlaubt, was gefällt. Und wenn es allen gefällt, wird es zum Mainstream. Und auch dem hat er sich nie verweigert. In genere la musica dipende dall'ascoltatore e dalla cultura della musica. Wie man die Musik versteht, hängt sehr vom Hörer ab.
von seiner Kultur. Natürlich hat ein Hörer mit einer bestimmten Kultur bestimmte Assoziationen. Und bei anderen ruft sie andere hervor. Das hängt sehr vom jeweiligen Hörer ab. Die Musik hat dieses seltsame Glück oder Unglück, völlig unterschiedliche Reaktionen auszulösen. Eben, weil sie eine abstrakte Kunst ist. Im Kino dagegen hängt die Musik, die ja immer eine abstrakte Kunst bleibt, von der Stärke des Bildes ab. Das heißt, das Bild gibt der Musik die wahre Bedeutung. Das, was Regisseur und Komponist aussagen wollen. I suoi veri significati, quelli che il regista e il compositore vogliono. Kevin Costner will ein paar Gangster stellen und gleichzeitig ein Kind retten. Eine unhaltbare Situation. The Untouchables zerlegt die Spannung in Zeitlupe und Ennio Morricones Musik scheint gleichsam einzufrieren. Ein Film ist die Summe seiner Einzelteile. Bild, Ton und Musik. Alles folgt einer präzisen Dramaturgie. Komm schon, wir müssen verschwinden. Was soll das? Halt die Klappe! Was hast du verloren? Halt die Klappe! Und wenn der Film einmal vorbei ist, bekommt die Musik ein Eigenleben. Der Film braucht Morricone. Doch der hat das Kino gar nicht mehr nötig. Längst hat ihn ein anderes Publikum für sich entdeckt. Weltweit laufen in den Clubs Remixes seiner Musik. Den Komponisten stört dies nicht. Er macht alles mit. Oi, oi, oi. Questo è il verso del Coyote. Weltweit hört man Morricone. Und die Welt ehrt ihn dafür. Februar 2007 vertrat er Italien in der UNO. Ihre Musik ist wie die Vereinten Nationen. Sie ist voller Emotionen. Sie erzählt Geschichten von Leuten mit großen Träumen. Und sie hat uns The Good, The Bad and The Ugly gezeigt, um einen ihrer Filmtitel zu zitieren. To borrow the title of one of your most renowned films. In anderen Worten, Ihre Musik ist der Soundtrack meiner ersten Zeit in diesem Amt. Die Vereinten Nationen liegen dem Maestro zu Füßen. Sie scheinen zu wissen, dass diese Welt längst eine Mondo Morricone ist. Mit 78 Jahren dirigiert der Komponist seine Werke erstmals in Amerika. Ennio Morricone hört nicht auf. Ihn treibt die Neugier an. Come fa lei quando fa un elettrocardiogramma? Das ist genauso, wie Sie selbst bleiben müssen, wenn Sie einen Artikel schreiben. Eigentlich ist es doch ganz normal, dass das Herz genau wie immer schlägt. Und so steht dann auf dem Papier das, was Ihr Herz Ihnen sagt. Ich kann gar nicht anders, als ich selbst zu sein. Auch wenn ich ganz unterschiedliche Musik zu ganz unterschiedlichen Filmen komponiere, der Stil bleibt, und zwar immer. Das wird mal eine schöne Stadt, Sweetwater.
Sweetwater wartet auf dich. Irgendeiner wartet immer. Am Ende eines Films nimmt man Abschied von den Bildern. Aber die Musik, die läuft immer weiter fort. Die großen Filme gehen nie zu Ende. Sie schwingen in einem weiter. Er ist ein Schreibtischkomponist, der in Noten denkt. Er braucht gerade mal einen Stift und ein Blatt Papier. Doch was wir hören werden, ist Musik von Ennio Morricone.